Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Seht, Wetter ist immer noch schlecht. Ich bin auf dem Weg zu einem Knogger-Raid. Hallo, da Knogger natürlich. Ihr wisst, seit Freitag sind die am Start. Und noch leider keine Zeit gehabt, irgendeinen davon zu machen. Freitag alle nur Registeel raiden. Samstag, also gestern, Zapdos Day. Und danach, nach den ganzen Zapdos, kein Bock mehr, irgendwas zu raiden. Ja, und heute ist eigentlich ziemlich still. Da kommt er ganz gut. Weil hier ist, heute war echt kaum ein Raid. Ich bin auf jeden Fall gespannt. 100er können wir uns schon gönnen. Aber wir sehen uns dann dort. Also angekommen, ich bin bereit. Die Arena heißt aber nicht mehr Känguru Fitness, auch wenn es bei Pokémon noch so heißt. Jetzt ist es Fitness mit Herz, Fitness Point. Ich glaube, es sind alle da. Gehen wir rein. Statt der vorgeschlagene Größe 17. Habe ich das richtig gesehen? Vorgeschlagene Spieler 17. Ja, ja. Auf geht's. Bin bereit. Es wurde mir Gestein auch ausgewählt. Ich habe keine Ahnung, was Knogger ist. Also Alola Knogger. Wir sehen es hier gleich dann oben rechts. Feuer. Geist. What the fuck? Feuer, Geist. Okay. Na dann. Dann kein Wunder, dass Gestein ausgewählt wird. Ah ja, zu 8. Ist ja kein Problem. Mit Freundschaftsbonus. So. Ich glaube, die anderen sind losgegangen, aber ich schau mal, ob ich den noch. Ah, nee. Nee, den schaffe ich nicht. Noch alleine den Rest. Ah. Schade. So. Auf geht's, nochmal rein. Zweiter Versuch. Schauen wir mal. Ich frag mich, ob ich es alleine noch geschafft hätte. Ich glaube nicht. Okay, jetzt haben wir 10. Alles klar. Der sieht schon geil aus. Seid ehrlich, Leute. Der sieht echt geil aus. Ich bin verrückt. Das ist echt geil. Ich habe übrigens keine Ahnung. Wir werden zuerst nach dem Fang sehen. Ja, Sonderbonbon. Neun Bälle. Okay. Okay.
So, mal schauen. Natürlich kein neuer Deckseintrag, weil ist ja nur eine andere Form. Oh, bester Satz, KP. Oh. Oh. Weg damit. Man kann es vertauschen. Also, ich habe jetzt aufgehört, die immer direkt wegzuschmeißen. Man kann es ja vertauschen. Und der andere kriegt dann vielleicht einen guten. So, auf dem Nachhauseweg habe ich hier noch zwei Dreier-Raids entdeckt. Die schlüpfen gleich, mal schauen, vielleicht haben wir Glück und es ist ein Alola Raichu. Da kann ich das Thema heute Alola Raids oder so nennen vom Video. Aber ansonsten haben wir eine hohe Chance, es kann auch Donphan sein, brauchen wir auch noch, oder Flamaga. Das ist... Oh, Donphan. Okay, passt zwar nicht ganz zum Thema Alola, aber den machen wir auch. Ah, was da gut dagegen? Wir haben zwei Kyogre. Das ist schon mal was. Und dann, da hinten haben wir noch ein Ei. Ja, gehen wir erstmal rein und schauen, was uns vorgeschlagen wird. Ich denke, zwei Kyogre, einfach Wasser. Das ist ja Boden. Ja, Kyogre wird uns vorgeschlagen und Gyarados 200er. Ja, das wird schon reichen, denke ich mal. Ich wechsle natürlich noch das Ho-Oh aus, nur für alle Fälle. Auch gegen ein Gyarados. Comet Power. So. 3-2. Okay. 3-2-6-5. Ah, mach mal den lieber zuerst. Genau. Und dann hier 3-1-4-4. So. So sieht's doch gut aus. So können wir es probieren. Stell euch mal. Wo stelle ich euch ab? Hier. Mitten vor der Kirche. Legen wir mal den Schirm hier weg, damit wir freie Hand haben. Damit wir ernst hier machen können. Don't fahren. Neuer Dreier Solo Raid. Bin gespannt. Und go! Kann ich euch gar nicht sagen. Das sehen wir dann noch später erst. Ja. Ich weiß keine Ahnung, ob es gut aussieht oder schlecht. Also auf jeden Fall, ich brauche mehr als meine zwei Kyogre. Das ist schon mal klar. Obwohl ganz knapp, vielleicht nicht. Ja, auf jeden Fall ein drittes. Ja. Er hat fast die Hälfte geschafft. Ah ja. Wir sind bei 100, ja, ja. Ich denke, es sieht gut aus. Ich sag mal, es sieht gut aus. Vor allem jetzt kommt der 100er. Obwohl es keinen Unterschied eigentlich macht. Wir beide haben Attack 15. Ja, wir sind im gelben Bereich und das ist vor. Das ist bei 100 ungefähr. Ja. Heavy Slam, ich denke mal, dass Heavy Slam die leichteste Attacke ist. Sage ich jetzt mal so. Weil er kann auch Erdbeben. Wenn wir dann Gyarados einsetzen, ist er auch Flug. Thank you.
Okay. Wir sind beim nächsten Raid angekommen. Der schlüpfte in ein paar Sekunden. Ich bin gespannt. Hoffentlich ist es der Flamago oder Alola Raichu. Es ist ein Evoli daneben, neben der Arena. Das ist ein gutes Zeichen für Flamago. Ich habe keine Ahnung, was ein guter Konter gegen Raichu ist. Flamago, auf jeden Fall meine zwei Kyogre schon wieder. Und dann natürlich C-Day Despota. Auch da haben wir immer noch keinen gemaxt. Und 5, 4, 3, 2, 1. Porygon. Ja, okay. Das war's von mir, Leute. Alola Knorgar gemacht und Donphan. Schreibt unten in die Kommentare, welche neuen Raids ihr schon gemacht habt. Und natürlich eure Erfahrung mit Donphan Solo. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise, es lohnt sich. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.